soll sowas wie das Motto sein, das über dieser Veranstaltung steht. Und Tarantino oder die Rache der vergessenen Filmgeschichte, etwas melodramatisch ausgedrückt, denke ich, aber notwendig, denn man vergisst die Filmgeschichte ja viel zu schnell. Und die Halbwertszeit von Filmen im Kino, die liegt heute so bei 2-3 Wochen, wenn es hochkommt. Nicht? Dann kommt schon wieder das nächste Programm und die anderen, die werden rausgeschmissen. Manche schaffen es noch nicht mal übers Wochenende richtig. Nicht? Und dann werden sie ganz schnell auch wieder vergessen. Natürlich, das Gedächtnis funktioniert ein bisschen hartnäckiger dann doch. Wenn man was wirklich Gutes gesehen hat, dann erinnert man sich da auch wieder dran. Nicht? Und das geht Ihnen allen ja so. Manchmal ist das ja so etwas wie eine Obsession. Bestimmte Szenen, die verlassen einen dann gar nicht mehr. Man denkt immer wieder dran, im Guten wie im Schlechten. Eine ganz schreckliche Szene oder eine ganz besonders hübsche Szene. Die Schrecklichen merkt man sich meistens ein bisschen besser. Und dieses Gedächtnis, das ist ja so etwas wie ein Indikator, den Sie eingebaut haben für ästhetische Qualität. Nicht? Was Sie sich merken, das hat irgendeine Qualität. Sie wissen manchmal nur nicht was. Ja? Das ist ganz normal, denn um sich darüber klar zu werden, dann müsste man so etwas wie eine Selbstanalyse machen. Und verschiedene Leute haben ja ganz verschiedene Gründe, sich bestimmte Zitate, bestimmte Stellen in Filmen zu merken, weil sie ja auch mit ihrer persönlichen Erfahrung verbunden sind, mit ihrer Biografie oder mit dem, was für sie gerade im Moment wichtig ist. Da gibt es ganz viele verschiedene Gründe und da gibt es eine schöne Wissenschaft, die sich eigentlich noch viel mehr damit beschäftigen sollte. Das ist die Psychologie. Mit Filmpsychologie ist es genauso wie mit Dozenten für Medienästhetik. Keiner hat so richtig Geld dafür. Und es wäre aber trotzdem sehr, sehr spannend. Ich, immer wieder, solange ich das jetzt hier schon am Zack mache, das dürften auch schon so über 10 Jahre sein, da kommt dann immer wieder so ein bisschen bei mir der Wunsch hoch, ach, da müsste man jetzt so etwas richtig mal erforschen können, nicht so richtig systematisch erforschen können. Gut, Filmzitate, wir machen das heute mal so ein bisschen kursorisch. Die Zusammenarbeit haben wir schon erwähnt und die Traumfabrik läuft noch übrigens, nicht? Also wenn Sie noch Lust haben, den einen oder anderen Tarantino-Film auf der großen Leinwand zu sehen in der Schauburg, da haben Sie noch einige Chancen, sage ich nachher im Anschluss noch ein bisschen was dazu. Nicht? Dieses hier habe ich Ihnen als Motto ja schon vorgestellt, das stammt aus Pulp Fiction von Tarantino und das ist gleich ganz am Anfang von Pulp Fiction, Tarantinos zweiten Film. Man muss Tarantino ja bewundern für sein Filmgedächtnis, darauf kommen wir gleich. Was wir hier machen, das ist so ein bisschen Graben im Subtext, ja, um nochmal dieses etwas dämliche Fremdwort zu erläutern, dämlich deswegen, weil es eigentlich sehr nichtssagend ist. Ne? Also es ist das, was hinter dem Text noch steht, die Bedeutung, die sich hinter der offensichtlichen Handlung verbirgt. Das ist etwas, was ich auch in jedem Filmseminar hier immer sage am KIT. Achten Sie bitte nicht nur auf die Handlung, achten Sie auch noch auf die kleinen Details, die dann noch am Rande stattfinden. Die Handlung ist manchmal bei einem Film das Unwichtigste. Ja? Die ist eigentlich nur dazu da, um ein paar zahlende Leute mehr ins Kino zu locken. Interessant bei jedem Film ist eigentlich immer das Thema. Ja? Manchmal hat er das Thema verfehlt. Gut, das kann passieren, nicht? Kennen wir ja auch alle aus der Schule mit den seltsamen Deutschlehrern. Und an anderen Stellen natürlich ist dieses Thema ganz, ganz wichtig. Und das ist bei Tarantinos Filmen in vielen Dingen so. Nicht? Und diese subtextuelle Filmkritik, die hat er ja selber thematisiert in Inglourious Basterds. Ja? So eine kleine... Ein kleiner Anachronismus, der da stattfindet, denn dieser Film spielt ja während des Zweiten Weltkriegs und während des Zweiten Weltkriegs hat noch kein Mensch von Subtext geredet. Den Begriff gibt es noch gar nicht so lange. Nicht? Der stammt ja aus der Semiotik und von daher erst aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also so frühestens Mitte der 50er, eher 60er Jahre, nicht? Hat man davon geredet. Und wenn Tarantino also in seinem Film von Subtext redet und bewusst diesen Anachronismus in Kauf nimmt, dann ist das ein Hinweis mehr, dass er das absichtlich macht, dass er uns absichtlich da eine nette Botschaft zuruft. Und das hat er auch noch in Interviews, die er immer sehr gerne gibt, auch explizit getan, dass ich hier auch nochmal erwähnen möchte. Das stammt aus der ganz wichtigen Filmzeitschrift Sight and Sound, vom British Film Institute rausgegeben, eine der besten Filmzeitschriften der Welt. Und da
bekennt sich Tarantino zu den subtextuellen Filmkritiken. Und das Schönste seiner Meinung nach ist, dass es überhaupt nichts, not a fucking thing, damit zu tun haben muss, was der Autor oder der Schauspieler oder der Filmemacher beabsichtigt hat. Also sie sind frei in ihrer Interpretation. Sie müssen da nicht immer sich dann die Zensuren holen und nicht immer gucken, hat der Regisseur das jetzt wirklich beabsichtigt oder wer auch immer dafür verantwortlich war, was sie da sehen. Das ist ja nicht immer der Regisseur, manchmal ist es mehr der Produzent. Sondern sie sind frei, sie können das sehen, was da drin steckt. Und das Schöne ist, der Film ist ja eine sehr, sehr komplexe Ausdrucksform, eine sehr komplexe Kunstform. Da kann ja alles Mögliche auch reingeraten. Insofern hat man da immer sehr viel Freude damit. So, that's great. In diesem Sinne wollen wir das auch machen. Kommen wir mal zu den Filmzitaten. Ich will nur noch ein paar allgemeine Bemerkungen da voranschicken. Filmzitate und Zitate sind irgendwie ja Ausdruck von Kultur, in diesem Fall von Filmkultur, aber nicht nur. Ja? Und verstehen wir mal Kultur als alle Handlungen, Äußerungen, Meinungen, die in einer bestimmten Gesellschaft von Bedeutung sind, wobei die Bedeutung eben wichtig ist, der semiotische Aspekt. Ne? In Filmen schauen wir ja immer danach und überhaupt im Leben schauen wir ja immer danach, was bedeutet das? Und wir sind ja sowas wie Sinnstifter. Wir haben so einen kleinen Sinnstiftungsgenerator in unserem Gehirn eingebaut. Wir versuchen in all dem, was wir sehen, irgendeinen Sinn zu entdecken. Und wenn wir den nicht entdecken, dann fühlen wir uns verdammt unwohl. Dann fühlen wir uns nämlich unsicher und verunsichert. Nicht nur, wenn wir in den Handlungen unseres Gegenübers den Sinn entdeckt haben, können wir uns sicher sein, dass er uns nicht im nächsten Moment eine Keule über den Kopf hauen kann. Und insofern sind wir immer darauf aus, Sinn zu entdecken. Und darauf beruht ja das ganze Fernsehen und die Fernsehnachrichten. Sie generieren den Sinn. Im Grunde genommen sind das alles ziemlich sinnlose Dinge, die Ihnen da jeden Tag um die Ohren gehauen werden. Aber Sie generieren den Sinn selber. Und die Frage ist natürlich, macht man das richtig? Das heißt, wenn man sich da selbst überprüfen möchte, dann sollte man versuchen, die Begründungen zu benennen. Nicht? Was für einen Grund habe ich, diesen Sinn drin zu sehen? Was in dem Film, kommen wir auf den Film zurück, was in dem Film rechtfertigt diese Sinnkonstruktion von mir, dass ich da diese Bedeutung drin sehe? Gut, und auf die Zitate zurückzukommen, auch in diesen Zitaten steckt natürlich so eine Bedeutung drin. Und das Interessante ist an den Zitaten, Zitaten knüpfen an das ganze Netzwerk der Kultur an. Die Kultur in einer Gesellschaft ist ein sehr großes Netzwerk, in der Bedeutungen zirkulieren und die werden mit diesem Zitat aufgegriffen, sodass sie dann eine ganze Kette von Bedeutungen unter Umständen entdecken können, wenn sie wollen. Wenn Sie nicht wollen, können Sie es auch sein lassen. Also Sie können aber weitergehen. Ich will das an einigen Beispielen Ihnen dann zeigen, wie das funktionieren kann. Und dann ist man in Bereichen, in denen der Regisseur vielleicht wirklich da nicht mehr dran gedacht hat, die aber trotzdem irgendwie von Interesse sein können. Ja, Zitate, Filmzitate. Was sind überhaupt Filmzitate? Das ist ja ein schwieriger Begriff. Ich habe auch mal in einem Seminar so einen Missverständnis erlebt, ich verlange ja immer bei den Referaten, dass jeder so ein Filmzitat bringt. Das heißt, ich meine, ich verstehe darunter einen Ausschnitt aus dem Film, der so etwa eine Minute lang dauern soll. Und ich habe da immer so locker von Filmzitaten geredet und habe gar nicht dran gedacht, dass man das auch missverstehen kann. Also eines Tages kam jemand da mal und hat dann Zitate gebracht und das waren Textzitate. Und hat gar nicht dran gedacht, dass wir damit ja auch Filmausschnitte eigentlich gemeint sein könnten. Gut, also wir meinen hier Filmausschnitte und die Zitate, auf die es hier stärker ankommen soll heute Abend, das sind dann Zitate innerhalb des Films von anderen Filmen. Ja? Und wie man das machen kann, das will ich Ihnen gleich noch sagen. Da gibt es nämlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Auf alle Fälle sind das dann Zitate aus dem Fundus der Geschichte der Filmkultur, die ja noch gar nicht so alt ist. Nicht? Die ist ja gerade noch keine 120 Jahre alt. Ja? Also sehr überschaubar eigentlich, sollte man meinen, aber nein, da ist so viel an Filmen produziert worden, dass vieles schon wieder vergessen worden ist, vieles schon vernichtet worden ist. Und andere Sachen, die sehr berühmt waren und die zu einer Zeit, beispielsweise zu der Zeit, als ich jung war und mich für den Film interessierte
und das alles angeschaut habe, da waren zum Beispiel ganz andere Filme im Gespräch, als sie heute sind. Nicht? Und zwar auch sehr viel ältere Filme. Damals hat man nämlich in Deutschland wieder die Filmgeschichte entdeckt, nach der Nazi-Zeit. Nicht? Da war man dann ganz scharf drauf, diese alten Filme, die damals gar nicht zu sehen waren, zu sehen, zum Beispiel Eisenstein-Film oder solche Dinge. Und heute ist es ein bisschen mehr so ein Durchlauferhitzer, wie schon gesagt. Nicht? Man erinnert sich mehr an die neueren Filme und an die älteren weniger. Zitate in einem Film von anderen Filmen können aber auch sich beziehen auf andere Kunstgattungen natürlich, auf Literatur. Nicht? Man kann Literatur selbstverständlich im Film zitieren, man kann Theater, Musik, man kann die Wissenschaft zitieren und man kann natürlich Zitate auch aus bestimmten Gewohnheiten des Alltagslebens anführen. Nicht? Beispiele bei Tarantino gibt es genug. Literatur zum Beispiel, die Nibelungen. Nicht? Da kann man an die mittelalterliche Handschrift denken, wenn bei Tarantino von Brunhild die Rede ist, man kann an die Wagner-Oper denken oder man kann an die Filme denken. Da haben Sie dann, also allein von den Nibelungen, von dem Nibelungenstoff, da gibt es so viele Möglichkeiten, dem nachzugehen, dass man sich dann natürlich erstmal fragt, ja, woran hat denn Tarantino gedacht? Und das werden wir vielleicht nachher dann noch sehen, wenn wir noch dazu kommen. Ich hoffe doch sehr. Das ist eines der wenigen Zitate mit den Nibelungen, die ich auch nicht im Internet gefunden habe. Das muss man, das habe ich dann noch so ein bisschen, ja, vielleicht habe ich es einfach dazu erfunden. Gut, Anspielungen, Zitate aus anderen im weiteren Sinne kulturellen Lebensbereichen können natürlich auch interessant sein. Das wäre jetzt über die Filmzitate raus. Zum Beispiel wird man in amerikanischen Filmen, die sich vor allem mit der eigenen Gesellschaft beschäftigen, sehr oft den Begriff Pursuit of Happiness finden. Pursuit of Happiness. Ne? Das ist ein Zitat aus der Unabhängigkeitserklärung. Und wenn Sie sich die Coen Brothers Filme anschauen, dann finden Sie öfter, da geht es um Pursuit of Happiness. Ne? Manche haben das auch sogar im Titel, manche Filme. Ne? Auch solche Zitate sind natürlich von Anfang an interessant und geben einem was her zum Verständnis des Films. Kommen wir zu den Filmzitaten im engeren Sinne. Das funktioniert in etwa so, wenn man es mal jetzt anspruchsvoll die Semiotik der Filmzitate nennen möchte. Wir haben einen Zielfilm, also der Film, in dem das zitiert wird, in unserem Fall die Tarantino-Filme, und wir haben dann eine Filmquelle und beide stellen diese Inhalte in verschiedene Kontexte. Ja? Und das weiß man eigentlich schon seit Saussure, Ferdinand Saussure, der einen der Gründerväter der Semiotik oder Semiologie, wie es in Frankreich genannt wird, der Inhalt ist wesentlich vom Kontext bestimmt. Nicht? Ohne Kontext kann man den Inhalt gar nicht richtig bestimmen. Wenn Sie irgendeinen Text übersetzen, ja, aus einer Fremdsprache in die eigene oder umgekehrt, dann werden Sie merken, die Begriffe, die Sie verwenden, die sind abhängig immer vom Kontext. Dafür hat man die Wörterbücher. Und beim Film ist das nicht anders. Es kommt also immer darauf an, aus welchem Kontext wird ein Zitat rausgenommen und in welchem Kontext wird es reingestellt. Beides hat eigene Bedeutungszusammenhänge. Und dann ist der Vergleich sehr interessant. Stimmt es überein oder ist es eine Abweichung? Beides ist interessant. Und aus beiden kann man dann neue Inhalte, neue Bedeutungselemente ableiten. Das ist so in etwa, wie das Spiel jetzt mal systematisch funktioniert. Ja, eine Typologie der Filmzitate könnte man auch mal aufstellen. Ich habe das mal jetzt sehr kursorisch gemacht. Man kann das unterscheiden nach Art, Herkunft, Funktion, Thema, Gewicht und Intention, das Filmzitat. Die Art des Filmzitats kann sehr vielfältig sein. Das kann zum Beispiel ein Filmplakat sein, das in der Dekoration irgendwo an der Wand hängt. Ja? Relativ schlichte Zitate. Nicht? Es kann irgendein Objekt sein, das da vorkommt, nicht? Das auch in einem anderen Film vorkommt und das etwas damit zu tun hat. Es kann ein Charakter sein, also eine handelnde Person, ein Charakter. Ne? Es kann der Filmtitel einfach genannt werden in einer Diskussion. Das ist bei Tarantino ja oft der Fall. Nicht? Da wird über Filme geredet in dem Film. Und dann kann es weitergehen, nicht? Dann kann es etwas intensiver sein, dann kann zum Beispiel eine Person im Zielfilm kann dann den Namen eines anderen übernehmen, nicht? Der in einem anderen Film auch mitspielt und auch dann ist es natürlich ein interessanter Bezug. Dann kann das bildlich sein, eine Kameraeinstellung kann ganz genau dasselbe sein
Oder es kann ein Dialogstück eine Rolle spielen oder aber eine ganze Sequenz. Und es kann natürlich ein ganzer Film so etwas wie ein Zitat sein, dass der dann nochmal so eine Art, ja, dann haben wir im Prinzip den Fall eines Remake, ja, eines Remake, das ist das extremste Filmzitat. Ja, Herkunft, bei der Herkunft können wir unterscheiden, zum Beispiel Highbrow und Lowbrow Culture, also die Hochkultur und die niedrige Kultur. Im Film spielt das so eine Rolle, nicht, dass ich diese Unterteilung persönlich für sinnvoll halte, aber es spielt eine Rolle bei der Oscar-Vergabe zum Beispiel. Sie werden, wenn Sie mal die Statistik der Oscars anschauen, Best Picture zum Beispiel, dann werden Sie sehen, dass da Drama und Epos in der Regel bevorzugt werden vor den niedrigeren Genres wie Western oder gar Splatterfilm. Ich glaube, es ist noch nie ein Splatterfilm mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet worden. Bei Western gibt es auch nur ganz, ganz wenige. Ja. Und also das können Sie unterscheiden, diese Art der Genres. Und da stellen wir fest bei Tarantino. Tarantino hat eine große Vorliebe für Lowbrow-Genres, nicht? Also für diese eben für entlegene Genres zum Beispiel auch, nicht? An die man fast schon wieder vergessen hat. Herkunft kann auch natürlich eine Rolle spielen, diverse Filmkulturen, ja, zum Beispiel Italo-Western, Kung-Fu, amerikanisches Fernsehen oder auch deutscher Film, alles das finden wir querbeet bei Tarantino. Aber wenn ich querbeet sage, dann lädt das ein zu einem Missverständnis, dem viele Kritiker unterliegen, nämlich, dass das beliebig wäre. Viele Kritiker, sogar viele Wissenschaftler, halten die Postmoderne für den Inbegriff von Beliebigkeit. Das ist nicht der Fall, zumindest nicht, wenn man das etwas anspruchsvoller bedient. Also, dass das so kreuz und quer da zusammengesucht scheint bei Tarantino, das hat immer aber einen Sinn. Ja? Wenn man dem nachgeht, dann findet man das immer auf eine ganz interessante und sehr intelligente Weise paraphrasiert, beispielsweise, nicht? Oder abgewandelt oder in eine ganz andere Richtung gegen den Strich gebürstet. Ja, da sind wir dann schon bei den Funktionen. Funktion des Filmzitats kann sein, erstens mal anknüpfen, man knüpft an einen an, den man zitiert und an den man sich halten möchte, den man gewissermaßen als Autorität anfügt. Das ist so die traditionellere Art der Zitierweise, die Sie ja auch aus der Wissenschaft kennen. Dann kann man das weiterführen, auch das gibt es natürlich in der Wissenschaft, nicht? Man nimmt eine Idee auf und man entwickelt die weiter. Oder man kann sie abwandeln, man kann sie gegen den Strich bürsten. Nicht? Also alles so wie im Wissenschaftsbetrieb auch. Und das alles dient der Generierung von Bedeutungsinhalten. Themen können eine Rolle spielen. Man kann zum Beispiel bei Tarantino finden, dass bestimmte Inhalte häufig zitiert werden, nicht? Also Afro-American Culture zum Beispiel, das finden Sie nicht nur in Jackie Brown, nicht? Das finden Sie dann natürlich, das zieht sich eigentlich fängt eigentlich bei Pulp Fiction schon an, Reservoir Dogs noch nicht, aber bei Pulp Fiction fängt das an und es zieht sich dann natürlich ganz prominent bis hin in die letzten Filme, Django Unchained, ja, ganz wichtig in dem Zusammenhang, nicht? Ebenso wichtig die Rolle der Frauen, ja, in der Gesellschaft. Tarantino wurde es ja schon gleich bei seinem ersten Film zum Vorwurf gemacht, dass es ein reiner Männerfilm gewesen ist, Reservoir Dogs. Ne? Und dann hat er aber Dinge gemacht, die man eigentlich nicht erwartet von einem Menschen wie Tarantino. Er hat einige typische Frauenfilme gedreht. Nicht nur mit einer weiblichen Heldin wie Jackie Brown oder bei Kill Bill, nicht mit der Braut, sondern auch, ich finde, der radikalste Frauenfilm, der jemals gedreht wurde, ist Death Proof. Ja? Und das ist der radikalste feministische Film, den ich mir vorstellen kann. Und das ist ganz interessant, dass ein solcher Regisseur dann eben auch sich an solche Themen ranwagt. Da ist er natürlich nicht der Einzige, aber er macht es eben auch. Ne? Oder was ganz Einfaches, ein Thema, das ich auch, das man öfter findet, das ist der Mexican Standoff. Und wenn Sie sich erinnern, in einer bestimmten Szene bei Inglourious Basterds, da wird sogar das debattiert. Ist das jetzt ein Mexican Standoff, eine bestimmte Situation oder nicht? Ja. Sehr anachronistisch wieder, aber sehr ergötzend. Ja, das Gewicht eines Zitats kann man daran erkennen, dass es an den üblichen Dingen, wie Sie etwas gewichten können. Nicht? Man kann etwas wiederholen, wenn Sie auf etwas Wert legen, dann sagen Sie es halt doch zweimal, ne? Oder dreimal.
oder sie sagen das besonders lang, nicht? Sie lassen sich viel Zeit dafür, oder sie stellen bestimmte Querverbindungen her, sie sagen das in verschiedenen Medien dann nochmal, nicht? So in etwa. Nicht? Und das Gewicht eines Zitats kann man natürlich auch daran ermessen, dass dann aus diesem Zitat irgendeine Bedeutung zum Vorschein kommt, irgendeine Bedeutung entsteht im Film, die es ohne das Zitat nicht gegeben hätte. Ja? Daran sehen Sie aber, wie wichtig dieses Ding ist. Ne? Das ist also auch so ein kleiner Test, den man dann immer machen kann. Ne? Ja, und schließlich beabsichtigt oder unbeabsichtigt, das ist am wenigsten wichtig natürlich. Interessanterweise der Kill Bill, ne? Kill Bill ist ja ein Film, der ja die Rache einer Frau zum Inhalt hat, ne? als Handlungsstrang. Die Rache einer Frau, die bei einer Hochzeit oder vor ihrer Hochzeit, kurz vor ihrer Hochzeit dann angeschossen wird und ihr künftiger Ehemann wird erschossen. Genau dieselbe Handlung gibt es ja in Frankreich bei François Truffaut, La Mariée était au noir, die Braut trug schwarz. Ja. Ein schöner Film, Ende der 60er Jahre. Und mit Jeanne Moreau in der Hauptrolle, da denkt man natürlich sofort dran, ne? Wenn man Kill Bill sieht, da hat der Tarantino jetzt La Mariée était au noir zitiert, ne? Und zwar ziemlich gut. Ja? Und was sieht man dann, was stellt man dann fest, wenn man da nachliest, dann liest man da bei Tarantino in einem Interview, wo er dazu Stellung nimmt und sagt, nee, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht und ich habe ihn gar nicht gesehen, den Film. Sogar, nicht? Sogar, der hat ihn gar nicht gesehen. Stellen Sie sich das vor, Tarantino hat einen Film nicht gesehen. Und dann gibt er, ja, und dann gibt er als Begründung an, ja, ich bin eigentlich ein Godard-Fan. Ich bin kein Truffaut-Fan. Ich habe nicht viele Truffaut-Filme gesehen, sondern ich bin ein Jean-Luc Godard-Fan. Und dann ist man nochmal überrascht, nicht? Weil man ihm das natürlich am wenigsten zugetraut hat. Gut, aber das kann passieren. Trotzdem heißt das jetzt natürlich nicht, dass Kill Bill 1 und 2 nichts mit La Mariée était au noir zu tun haben würde. Nicht? Natürlich hat er was damit zu tun, auch wenn es Tarantino selbst nicht bewusst war. Nicht? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich da ein bisschen befreit von dem. Nicht? Also wenn Sie sonst solche Interviews lesen, dann, gut, in manchen Fällen kann es auch sein, dass es dann wirklich nichts damit zu tun hat, nicht? Wenn Sie glauben, sowas entdeckt zu haben. Sie müssen das wirklich testen und ein guter Test ist eben, dieses Kriterium, das ich Ihnen da genannt habe, da kommt eine Bedeutung rein, die es sonst nicht gegeben hätte. Okay, das war so ein bisschen Theorie. Das Quentin Tarantino Universe, das habe ich nicht selbst gemacht, sondern das habe ich im Internet gefunden, diese hübsche Sache. Sie finden auch bei Tarantino eine besondere Art von Zitaten und das sind die Selbstzitate. Die sind noch mit am interessantesten und man kann daraus ja so etwas wie eine zusammenhängende Zeitlinie konstruieren. Fans haben sich schon die Mühe gemacht. Ja, wann hat es eigentlich angefangen? Natürlich hat es angefangen mit dem Western, nicht? Das muss der älteste Film, das hat ja die früheste Handlungszeit. Und dann merkt man aber bei den anderen, da tauchen ja bestimmte Charaktere immer wieder auf. Nicht? Zum Beispiel der Sheriff, nicht? Beziehungsweise der Texas Ranger, nicht? Der ja in verschiedenen Filmen auftaucht, in Kill Bill, From Dusk Till Dawn und in Death Proof. Und dieser Texas Ranger, Earl, der ist dann ja ein Charakter, der ja da vorkommt. Okay, wie ist das bei Tarantino? Tarantino hat sich, war immer sehr beeindruckt, sagen wir so, er war immer sehr beeindruckt von Schriftstellern, zum Beispiel Elmore Leonard, dessen Rum Punch er ja als Jackie Brown verfilmt hat, und dass diese Schriftsteller dann bestimmte Charaktere in verschiedenen Büchern wieder auftauchen lassen. Manchmal als zentrale Hauptfigur, das kennen wir ja, das ist ja sehr bekannt. Raymond Chandler und diese ganzen Krimis, die machen das ja, nicht? Der Sam Spade zum Beispiel, nicht? Taucht ja da auf, oder der Continental Opera bei Hammett eigentlich, das ist der namenlose Charakter. Nicht? Also so bestimmte Leute, die tauchen da ja dann immer wieder auf. Aber das kann man ja auch weiter treiben. Man kann zum Beispiel dann eine Hauptfigur des einen Romans nur noch als Nebenfigur in einem anderen Roman erscheinen lassen, nicht so en passant. Und das ist ein Spiel, das Tarantino sehr gereizt hat, immer in der Literatur.
Und deswegen hat er sich von Anfang an in seinen Verträgen mit den Filmproduzenten eine Klausel vorbehalten. Sonst ist es nämlich üblich, dass die Autoren ihre Charaktere verkaufen und die dann nicht mehr verwenden dürfen. Das Urheberrecht hat dann der Produzent, und der Autor, der eigentlich die Idee gehabt hat, der hat dann gar keine Rechte mehr an seinem eigenen Werk. Das sind die Perversitäten des Rechtssystems. Tarantino hat das ausgehebelt, indem er die Klausel in seine Verträge immer reinschreibt, dass er an seinen Charakteren die Filmrechte behalten will. Deswegen kann er dieses Spiel machen, nicht ohne irgendjemand dann noch Lizenzgebühren zahlen zu müssen oder vielleicht sogar das verboten zu kriegen. Und das ist auch ein sehr, sehr reizvolles Spiel bei Tarantino, auf das ich jetzt aber nicht nochmal weiter eingehen werde. Das können Sie eigentlich überall nachlesen. Das Quentin Tarantino Universe, das ist eigentlich entstanden auch aus einer Bemerkung in einem Interview. Er hat ja zwei Arten von Filmen gedreht, so sagte er in diesem Interview. Das eine, das ist die realer than real world, also die Welt, die wirklicher als wirklich ist. Und das ist hier das, was so in so rot unterlegt ist, ne? Das ist die realer than real world. Und das Movie-Movie-Universe, das sind nur relativ wenige Filme, Kill Bill, From Dusk Till Dawn und, ich glaube schon die zwei. Nicht? Jackie Brown gehört natürlich auch zu dem anderen. Und man kann sich natürlich überlegen, ob man vielleicht noch das eine oder andere dazu zählen sollte. Was ist der Unterschied? Die realer than real world, das ist eigentlich unsere Welt, die nur etwas übersteigert ist. Das ist dieses surreale Element, das ich versucht habe, letzte Woche im ZKM rauszuarbeiten. Und das Movie-Movie-Universe dagegen, das hat Tarantino sehr schön definiert. Das sind solche Filme, die sich die Charaktere seiner anderen Filme im Kino anschauen könnten. Das ist das Movie-Movie-Universe, also die Filme, die als Film im Film vorkommen könnten, ne? Die also nochmal etwas abstrakter, etwas weiter weg von der Realität sind. Also solche wie die Kill Bill, und bei Kill Bill hat er immer dieses schöne Beispiel gebracht von dem Samurai-Schwert. Die Welt von Kill Bill, das Universum von Kill Bill ist ein Universum, in dem man im Flugzeug sein Samurai-Schwert mitnehmen darf. Und nicht nur das, sondern in den Fluglinien gibt es sogar extra eine Halterung an jedem Sitz, wo man sein Samurai-Schwert dann abstellen kann. Und zumindest in japanischen Fluglinien, wie er dann betont hat. Ne? Und das ist also so in etwa der Unterschied. Ja, wenn wir uns die Filme von Tarantino anschauen, sind das ja einige, an denen er mitgewirkt hat. Ich habe jetzt hier die nicht, bei denen er die ersten Drehbücher, also Oliver Stone-Filme, Natural Born Killers habe ich jetzt hier nicht dabei, von dem hat er sich ja auch distanziert. Das sind etwa die wir auch hier in der Filmreihe haben. Und Tarantino zählt es ein bisschen anders. Ne? Er zählt das so. Das ist Reservoir Dogs sein erster, Pulp Fiction sein zweiter, Four Rooms, seinen Beitrag da, den zählt er gar nicht mit. Das ist also nur ein Viertelfilm, wenn überhaupt, für ihn. From Dusk Till Dawn ist natürlich ein Robert Rodriguez-Film, in dem Tarantino aber nicht nur das Drehbuch geschrieben hat, sondern auch selbst mitspielt. Insofern ist da schon sehr viel von ihm drin, zumal ja Robert Rodriguez ja so etwas wie sein alter Ego ist, sein Bruder, nicht wie er ja immer sagt. Ja, Jackie Brown wäre dann Nummer 3. Kill Bill zählt er als einen Film, denn der ist ja als einen Film konzipiert worden. Der ist ja nur während der Produktion geteilt worden. Death Proof 5, Bastard 6 und Django 7, sodass wir jetzt bei The Hateful Eight bei dem achten Film von Tarantino sind. Das ist also so seine offizielle Zählung. Und die Erfolge dieser Filme sind offensichtlich. Derjenige, der am wenigsten eingespielt hat und der auch bei der Kritik relativ weniger gut wegkam, das war Death Proof. Das ist eher ein Film für die Tarantino-Fans, nicht? Also die waren da. Aber unterschätzen Sie das nicht, nicht? Also der 67% ist relativ wenig für Tarantino, Zustimmung von Kritikern. Aber es ist natürlich 67% Zustimmung bei Kritikern ist immer noch eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Okay. Wie viele Filmzitate gibt es? Da werden Sie überrascht sein. Es gibt also
Ich habe jetzt hier nur mal ausgewertet die Internet Movie Database. Das war relativ schnell zu machen. Und das sind die Zitate, die von Fans da angeführt werden. Und Sie sehen, das geht bis zu 139. Pulp Fiction und Kill Bill Volume 1. Da haben die Fans, die das, die Internet Movie Database nutzen, die haben da diese Anzahl von Zitaten gefunden. Das sind jetzt natürlich keine statistisch sauberen Zahlen, klar. Da können auch einige Sachen doppelt gezählt sein, kann vorkommen. Die sind ja also auch nicht überprüft, ob sie jetzt richtig sind. Und da kommen auch alle Arten von Filmzitaten vor, die ich Ihnen ja aufgezählt habe, ganz, ganz verschiedenartige Dinge. Zum Beispiel auch Filme, die er nur in Interviews erwähnt hat, die man jetzt aber nicht unbedingt direkt an irgendeiner Stelle im Film konkret festmachen könnte. Oder vielleicht doch. Vielleicht doch, aber es ist dann nicht erwähnt. Ja. Aber trotzdem ist es eine sehr gute Quelle. Und Sie sehen, diese Zahl von Filmzitaten in einem einzelnen Film, also rund fast 140 Zitate, das ist schon heftig. Nicht? Und man fragt sich, wie macht dieser Mensch das überhaupt? Nicht? Also der muss irgendwie ja eine ganz besondere Form eines visuellen Gedächtnisses besitzen, dass er also Filme, die er irgendwann in früher Jugend mal gesehen hat, dass er daraus dann eine Szene wieder im Kopf hat, wenn er ein Drehbuch schreibt und sich sagt, oh, das wäre jetzt genau an der Stelle das Richtige. Ja? Das ist toll. Also so ein filmisches Gedächtnis, das ist etwas sehr Geniales. Das können Sie übrigens auch üben, indem Sie sich mal ein bisschen mit DVDs aushelfen oder mit Aufschreiben oder solchen Dingen. Nicht? Also man kann da schon natürlich etwas machen, wenn es auch nicht so also jetzt toll sein muss, weil wir beim Tarantino, man kann aber sein kulturelles Gedächtnis schon systematisch üben. Das nur so nebenbei, nicht so als kleiner didaktischer Einwand. So, dann sehen Sie bei den Filmen, relativ wenig Zitate bei The Hateful Eight. Das ist natürlich ganz klar, der kam ja erst in die Kinos und da sind noch gar nicht alle entdeckt worden. Nicht? Und Sie finden auch relativ wenig bei Django und das ist überraschender. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass da auch viele drinstecken, die noch nicht entdeckt worden sind. Nicht? Das gibt es ja auch. Also einen zum Beispiel habe ich entdeckt, der nicht da drin stand. Und anderes auch. Also trotzdem ist es sehr, sehr anregend. Natürlich kann ich Ihnen alle diese, ich habe es jetzt gar nicht aufaddiert, aber das müssten so knapp 400 bis 500 Zitate sein, die kann ich Ihnen heute Abend gar nicht alle vorführen, wie Sie sich vorstellen können. Deswegen möchte ich mich einfach mal darauf beschränken, so die Filme von Tarantino durchzugehen und ein paar ausgewählte Stellen dann zu kommentieren und Ihnen dann auch das eine oder andere Zitat dazu zu bringen. Fangen wir mit Reservoir Dogs an, seinem ersten Film von 1992. Der Filmtitel Reservoir Dogs, das ist ein Filmtitel, der natürlich auch in der englischen Sprache nicht gerade geläufig ist. Er hat dann in französischen Interviews gesagt, teilweise oder Leuten, die zu neugierig waren, dann hat er gesagt, oh, das ist ein Ausdruck, der ist in Amerika ganz geläufig und umgekehrt. Nicht? Also da hat er sich dann ein bisschen rumgedrückt und da hat dann gesagt, so nach einem Jahr hat er gesagt, ja, das hat eine ganz konkrete Bedeutung, aber die verrate ich noch nicht. Und mittlerweile hat er sie aber verraten. Reservoir Dogs kommt in der Tat aus dem französischen Au revoir les enfants, ein bekannter Film von Louis Malle. Und das stammt aus der Zeit, als er noch in der Videothek gearbeitet hat und einem Kunden diesen Film empfohlen hat, Au revoir les enfants von Louis Malle, ein ganz toller Film, ein autobiografischer Film mit Judenverfolgung in Frankreich. Und der Kunde, der kam dann zurück und sagte, I don't need no Reservoir Dogs. Das ist also die französische Aussprache von Au revoir les enfants. Das ist eine eher prosaische Erklärung, aber auch ganz interessant, denn diese Art und Weise, wie Amerikaner Französisch aussprechen, das ist etwas, was bei Tarantino-Filmen auch immer wieder vorkommt. Da könnte man eine eigene Reise durch die Tarantino-Filme machen und immer wieder schauen, wie werden denn bestimmte Dinge ausgesprochen. Ich werde Ihnen gleich ein Beispiel noch bringen. Hier zum Beispiel, nicht? Quentins French Drinks könnte man auch eine kleine Reihe machen. Nicht? Am denkwürdigsten ist Chartreuse, ja, Chartreuse, den er serviert. Chartreuse ist damit gemeint, nicht dieser grüne Likör, in Death Proof. Und hier ist es Rémy Martin, der vorkommt in seinem ersten Film, also eine kleine
eine kleine Verneigung vor der französischen Kultur. Ja. How about a little Remy Martin, heißt es da. Ja. Remy Martin. Und der wird dann in Whiskygläsern serviert, wie Sie dann da sehen können. Gut, interessanter ist die Sache mit dem Ohr, das hatte ich auch schon erwähnt. Man sollte noch etwas anderes voranstellen natürlich. Ein Beispiel dafür, ich habe das jetzt hier gerade schon in den Zitaten drin, möchte ich Ihnen gerne zeigen. Es müssen natürlich nicht immer nur Filmzitate sein, um die es geht. Und wie gerne Tarantino zitiert, das können Sie allein daran sehen, dass er seinen ersten Hollywood-Film, den allerersten Film, dass er den mit einem Zitat beginnt. Ja. Und das ist natürlich das bekannte Zitat, das ich Ihnen jetzt gerade mal im Ausschnitt zeigen möchte, wenn jetzt die Technik aufwacht. Ja, das mag mal genügen. Also hier geht es um eine kulturelle Diskussion und es geht um Semiotik. Wie Sie sehen, es geht darum, was dieser Titel und was dieser Songtext von Madonna wohl bedeuten könnte. Und da gibt es durchaus kontroverse Meinungen dazu hier am Tisch, ne, um den ja hier dieser schöne Kamerarundschwenk gemacht wird, ganz nebenbei, nicht? Ja, ganz, ganz tolle Art und Weise, eine ganz tolle Art und Weise, seine Filmkarriere zu beginnen, nicht? Aber natürlich mit einem Zitat, nicht? Like a Virgin. Das ist jetzt natürlich kein Filmzitat, aber immerhin ja doch ein popkulturelles Zitat. Und Sie sehen daran, dass das Tarantino schon von vornherein immer gereizt hat, dieses Spiel, dieses Zitatspiel. Bei der Gelegenheit, wenn wir schon hier die DVD drin haben, das dauert immer leider so lange, bis sich dieses Gerät da an diese neuen Scheiben da gewöhnt hat, zeige ich Ihnen nochmal diese schöne Szene mit den French Drinks. Ja, Simo Scagnetti, kleine Anmerkung noch, das ist der Name, den Sie auch in Natural Born Killers hören können. Nicht? Da kommt auch ein Scagnetti vor. Ne? Also Sie sehen, das sind so die Namen, die dann von Film zu Film kreisen. Und vielleicht ist es ja, das sind beides Polizisten, ja? Vielleicht ist es ja derselbe oder ist der Bruder von dem anderen. Tarantino hat im Kopf lauter kleine Geschichten. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sie sogar irgendwo aufgeschrieben hat. Wenn man also irgendwann mal vielleicht macht er selber, oder aber wenn man dann irgendwann mal seinen Nachlass ausgräbt, dann hat man da noch Stoff für viele Filme, nehme ich mal an. Gut, aber zurück zu unserer Szene. Doris Day, nicht, ist natürlich auch Ihnen vielleicht kein Begriff mehr, mir sehr wohl, nicht, denn ich bin im Jahr geboren, als Doris Day Que Sera Sera gesungen hat. Das war eine beliebte Sängerin, die immer in so familientauglichen Filmen vorgekommen ist. Nicht. Well, like you, I have a ballpark friend.
So, ich muss hier noch mal ein Stückchen zurückgehen. Ich habe gar nicht den Randy Martin mitgekriegt. So, also es war ein bisschen verrutscht hier das Zitat, aber jetzt haben Sie es nochmal mitgekriegt. Ne? Es ist immer ergötzlich, wenn man Amerikaner Französisch sprechen hört. So, die andere Szene, die natürlich sehr interessant ist und die auch Debatten ausgelöst hat, ist die Szene mit dem Ohr. Diese Szene mit dem Ohr, die wurde ja verglichen, sehr prominent verglichen, mit einem anderen Ohr. In David Lynchs Blue Velvet. Ja. Auch da wird dieses Ohr in Großaufnahme gezeigt. Das ist jetzt hier so ein Screenshot aus diesem Film. Und das spielt eine Rolle. Das zieht nämlich dieses Ohr, zieht nämlich den Helden der Geschichte von Blue Velvet in eine mysteriöse Welt hinein, die er sonst als braver, gutbürgerlich, als Sohn aus bravem, gutbürgerlichen amerikanischen Hause sonst nie betreten hätte. Nicht? Und dieses Ohr bei David Lynch hat dann Vergleiche ausgelöst, nicht? Mit Reservoir Dogs und ein sehr prominenter Literat in den USA hat dann gemeint, er müsste Tarantino gegen Lynch ausspielen, nicht? Und hat dann diesen wunderschönen Satz geprägt: Quentin Tarantino is interested in watching someone's ear getting cut off, David Lynch is interested in the ear. Als ob das nur ein Qualitätsmerkmal wäre. Das geht einem nur so runter, nicht? Und das ist natürlich auch wieder so ein Stigma, das man einem Regisseur anhängen kann. Im Augenblick übrigens wird Tarantino ja Vorliebe wieder von der bürgerlichen Presse aufs Korn genommen in den USA. Immer in Wahlkampfzeiten ist das ja so der Fall. Nicht? Und die Präsidentschaftswahlen stehen ja ins Haus. Nicht? Und da müssen sich ja die Republikaner wieder profilieren. Und das machen sie mit Vorliebe auf Kosten von Künstlern wie Tarantino. Tarantino scheut sich da ja auch nicht, Angriffsflächen zu bieten. Er ist ja da immer sehr unbefangen. Gut, was ist an dieser Aussage dran? Mit diesem Vergleich mit David Lynch. Ich habe leider den Film von Lynch jetzt nicht dabei, um Ihnen das mal im Vergleich zeigen zu können. Das würde natürlich auch nicht viel einsichtsvoller sein. Interessant ist aber, dass dieses Diktum, Tarantino ist daran interessiert, wie jemandem das Ohr abgeschnitten wird, gar nicht stimmt. Denn wenn wir uns die Szene anschauen, dann sehen wir da ja was ganz anderes. Und das wollte ich Ihnen doch mal nur zum Vergleich zeigen. Das, na, jetzt sind wir bei Lynch hier, hier sind wir. Ja, Sie sehen also, das wirkt so gar nicht richtig. Nicht? Warum wirkt das gar nicht so richtig? Wir sehen erstens nicht, wie das Ohr abgeschnitten wird. Und zweitens wirkt es bei Ihnen gar nicht so richtig, weil ich Ihnen die 5 Minuten davor jetzt gar nicht gezeigt habe. Viele Leute, die die ganze Szene sehen, glauben tatsächlich, dass da jemandem das Ohr vor laufender Kamera abgeschnitten wird. Und die haben das gar nicht mitgekriegt, weil der Horror der Szene, bis dem das Ohr abgeschnitten wird, so eindringlich wirkt, dass man diese Szene erstens anders und blutiger und zweitens auch sehr viel länger in Erinnerung hat. Nicht? Das ist auch wieder ein interessantes psychologisches Experiment. Nicht? Lassen Sie mal Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, den Film sehen und fragen Sie dann, wie lange war die Szene mit dem Ohr. Nicht? Und dann werden Sie merken, dass das systematisch überschätzt wird. Nicht? Gut, das nur nebenbei. Ich möchte auf was anderes hier noch zu sprechen kommen, gleich bei seinem ersten Film. Auch, ja, gut, bleiben wir noch beim Ohr. Natürlich der Vergleich mit dem Surrealismus, der liegt natürlich auch irgendwo auf der Hand. Und ich möchte, das habe ich aber jetzt schon letzte Woche im ZDM weiter ausgeführt, ich möchte auf die Produktionsfirma zu sprechen kommen, A Band Apart.
A Band Apart. Sie sehen, das ist das Logo, wie es in Pulp Fiction dann verwendet wird, mit den Figuren aus Reservoir Dogs, ne? Der ja auch ganz rechts ist, Tarantino. Und dieses Logo ist natürlich auch ein Selbstzitat. Der Name dieser Filmgesellschaft, A Band Apart, ist eigentlich auch nicht richtig Englisch, nicht? A Band Apart, eine Band natürlich, da kann man dran denken, nicht? Und Apart, aber irgendwie passt das alles nicht so richtig zusammen, weil das auch wieder französisch ist. Das ist nämlich ein Film von Godard, Bande à part, ja? Auf die er hier Bezug nimmt. Bande à part, und der ist so mitten in der ersten sehr regen Schaffensphase von Godard angesiedelt, wenn Sie mal vergleichen, das ist etwa ein Viertel der Filmografie von Godard. Da sehen Sie, dass der Godard sehr viel schneller Filme gedreht hat, zum Beispiel als Tarantino. Das liegt nicht daran, dass er fleißiger wäre oder der Tarantino nicht, sondern das liegt einfach daran, dass es unterschiedliche Produktionsbedingungen sind, in denen die sich bewegen. Nicht Godard damals, in Zeiten der Nouvelle Vague, konnte mit eigenem Geld, mit relativ wenigen Mitteln sehr viele Filme drehen. Heute ist diese Art von Filmproduktion überhaupt nicht mehr möglich, jedenfalls nicht im Kinofilmbereich. Nicht? Das können Sie natürlich mit Video, im Videobereich sind da neue Freiheitsgrade offen. Und das ist natürlich eine große Chance. Aber im Kinobereich war das so ziemlich einmalig, diese Zeit der Nouvelle Vague. Und Bande à part ist ein sehr, sehr hübscher Film, auf den wir noch zurückkommen werden. Natürlich ist das auch der Name, der hier Programm sein kann. Nicht? Man darf das nicht zu leicht nehmen. Was heißt Bande à part? Bande à part sind die Außenseiter. Ja? Das sind die Außenseiter, und natürlich ist auch Tarantinos Karriere eine Außenseiterkarriere. Also ich denke, er hat sich etwas dabei gedacht, dass er gerade das zum Namen seiner Produktionsgesellschaft genommen hat, die Außenseiterbande. Ja? Die Außenseiterbande, die eben nicht in Mainstream-Hollywood angesiedelt sind, sondern die von außen kommen. Das merken wir ja auch immer an seinem Interesse, unter anderem auch für Außenseitercharaktere in seinen Filmen. Auch das ist ja interessant, da sind immer sehr, sehr starke Charaktere zu sehen. Ja, zu dem Mexican Standoff könnte man noch einiges sagen. Der Mexican Standoff ist ja etwas, was von Tarantino, sagen wir mal, populär gemacht worden ist. Ich glaube nicht, dass er es erfunden hat. Es gab natürlich solche Situationen von vorher, beispielsweise in den Filmen von Sergio Leone. Da gibt es solche tollen, langanhaltenden Szenen, die ich Ihnen jetzt nicht mehr zeige, weil es zu viel Zeit dauern würde. Aber Sie sehen den Mexican Standoff, den sehen Sie in Reservoir Dogs beispielsweise schon hier, eine erste Situation, dann hier, das ist die eigentliche Situation, die dann auch ausgeschossen wird. Und dann gibt es noch einen unbemerkten dritten, das ist nämlich ganz zum Schluss. Ja? Ganz zum Schluss, wie die drei dann auch drei dabei sind, Harvey Keitel und Tim Roth, der ja in dem Augenblick bekennt, dass er ja ein Polizeispitzel ist, ja, der das ganze Blutbad ausgelöst hat. Und Harvey Keitel setzt ihm die Pistole an den Kopf, in der Absicht, ihn zu erschießen. Dann kommt die Polizei rein und die richten dann die Gewehre auf ihn, was man gar nicht sieht. Aber im Prinzip ist diese Situation ein klassischer Mexican Stand-up, also so eine Dreierkonstellation. Wo kommt dieser Name eigentlich her, Mexican Standoff? Ja? Was hat das mit Mexiko zu tun? Das ist nicht so ganz erforscht, aber in den USA taucht der Begriff tatsächlich zum ersten Mal am Anfang des 20. Jahrhunderts auf, und da taucht er auf im Zusammenhang mit der politischen Situation in Lateinamerika, nicht? Speziell in Mexiko. Und es gibt verschiedene Herleitungen. Eine dieser Herleitungen ist, ja, die politische Situation in Lateinamerika, die ist so verwirrend, dass man da lieber draußen bleiben sollte. Nicht? Also diese bürgerkriegsähnlichen Situationen, die damals ja in vielen lateinamerikanischen Staaten herrschten, mit sehr vielen
Coup-d'Etats, mit sehr vielen Umstürzen, mit sehr vielen Militärputschen, mit sehr, auch bis hin zum Bürgerkrieg. Das war dann etwas, woran man lieber draußen bleiben soll. Wir wissen natürlich, die Amerikaner haben das nicht gemacht. Ne? Die sind nicht stand-off dabei geblieben, sondern die andere, also das wäre eine dieser Herleitungen, die direkt dann auch in die amerikanische Geschichte führt. Gut, kommen wir zu Pulp Fiction. Pulp Fiction war natürlich für Tarantino der Durchbruch, und Pulp Fiction, der Titel alleine, ist ein ungewöhnlicher Titel, so ungewöhnlich, dass Tarantino sich bemüßigt fühlte, das im Vorspann seines Filmes selber zu erklären. Pulp, nicht? Also so viel wie Schundliteratur, nicht? Wäre das auf Deutsch, und das Pulp, das wäre so dieser Schund, dieser Abfall, aus dem das Papier gemacht wird, also so Recyclingmaterial. Ja, und dieses hat natürlich Vorbilder in der Literaturgeschichte bzw. in der Pop-Literaturgeschichte. Eine der frühesten populären Groschenromane, das war die Fantomas-Geschichte, auch das ist die Geschichte eines Kriminellen, ne? Eine Gangstergeschichte, die dann auch in vielen Folgen rausgekommen sind, 32 Romane in 3 Jahren sind davon erschienen, also da war jemand sehr, sehr fleißig und hat da geschrieben, und die hatten dann solche schönen Cover wie diese hier. Schauen Sie sich das an mit dieser abgeschnittenen Hand, die da so gierig am Roulette-Tisch da hängt, nicht? Oder hier mit diesem Kopf, der da über die Seinebrücke in die Seine geworfen wird, nicht? Oder dann diese Nonnen, die sich hier über den Sarg hinweg einen Schusswechsel liefern. Nicht? Das ist also so ein bisschen die Welt der Pulp Fiction. Und daraus sind dann sehr schnell, nämlich schon 1913, 14, auch Filme entstanden. Und zwar ein Film in 5 Episoden, also Volume 1, 2, 3, 4, 5, Fantomas, der dann stilbildend war. Der Surrealist Robert Deneau beschreibt das als spontane Poesie, die sehr viel mit den Mythen und Träumen über der Pariser Kultur zu tun haben. Also die Surrealisten waren mit die Ersten, die dann diese Literatur auch ernst genommen haben. Und heute sind sie natürlich Forschungsgegenstand, auch solche Pulp Fiction-Dinge, die ja nicht unbedingt jetzt niedrig stehen, nur weil sie billig verkauft worden sind, im Unterschied zur bürgerlichen Hochkultur. Diese Unterschiede, die sind eher nur insofern interessant, als sie halt in einer Gesellschaft noch wirksam sind und wahrgenommen werden. Aber natürlich sind diese Sachen trotzdem faszinierend und interessant. Ja, der Tanz. Kommen wir zu der Tanzszene in Pulp Fiction. Jeder denkt natürlich, dieses hier, das ist etwas, was ich Ihnen doch noch mal ein bisschen zeigen möchte. Bei Tarantino, jetzt hoffen wir mal. Wir kommen ja hier ja bei dieser Szene mit Mia, nicht, der Frau des Gangsterbosses, da kommen wir ja in dieses Lokal, Jack Rabbit Slims heißt das, und der Weg da rein, der ist ganz hübsch, schauen wir uns den mal an. Nicht? Beachten Sie hier zum Beispiel da diesen Platzanweiser, nicht? Den könnte man ohne weiteres auch als Zitat für The Bellboy nehmen, den Jerry Lewis-Film. Das ist jetzt nicht so weit hergeholt, nicht? Weil der nächste Film von Tarantino wird ja seine Episode sein in 4 Rooms, und da wird genau dieser Jerry Lewis-Charakter zitiert. Nicht? Und hier die Plakate, ne? Ja.
Ja, ne? Da sehen Sie Zorro, der gerade serviert, nicht? Und die, natürlich die Filmplakate noch am Rand. Jetzt der Schwenk über die Plakate. Elvis natürlich. Ja, Wax Museum mit Pulse, das ist also hier dieses Museum der Filmgeschichte, dieses Lebendige. Und dabei kommt auch so eine schöne Szene vor, in der es darum geht, wer ist denn diese Dame hier? Und da kommen zwei Blondinen vor. Eine haben Sie da schon so gerade am Rand gesehen, nicht? Und die eine, die Mia, die weiß schon gar nicht mehr so genau Bescheid in der Filmgeschichte, die hält die für Marilyn Monroe. Es ist aber Mamie Van Doren, eine Schauspielerin, an die Sie sich wahrscheinlich auch nicht mehr erinnern werden. Marilyn Monroe ist aber auch da, aber die steht gerade an der Bar. Und das ist dann diese schöne Szene hier, wo sie da an der Bar steht. Die ist natürlich sehr bekannt, das bekannteste Bild von Marilyn Monroe, das wir hier auch in dem Film von Billy Wilder 1955 vorkommt, The Seven-Year Itch, und mittlerweile so bekannt ist. Nicht, hier sehen Sie Billy Wilder nochmal mit Marilyn am Drehort, in New York ist das gedreht worden, und mittlerweile so bekannt, dass es sogar als Kunst am Bau verwendet wird in den USA, das ist hier Chicago. Ja, das Wax Museum mit Pulse, also allein diese Szene hätte man jetzt, da könnte man jetzt eine Stunde lang auseinandernehmen, was da alles dran ist, die Plakate, die verschiedenen Charaktere, die da vorkommen, wollen wir jetzt aber nicht machen, weil es ja noch viele andere Dinge zu entdecken gibt. Interessant nur zu wissen auch, dass diese Szene hier, die ja relativ kurz ist von Pulp Fiction, dass das diejenige war, die am teuersten war. Um das zu drehen, hat Tarantino am meisten Geld ausgegeben. Das war es ihm einfach wert, diese viele Filmgeschichtszitate da reinzubringen. Auch wenn sie mit der Handlung jetzt weiter gar nicht mehr zu tun haben. Ja, dann der Tanz. Woran denken Sie da, wenn Sie den sehen, nicht? Diesen Tanz in Pulp Fiction? Da werden Sie natürlich sofort, wenn Sie ein bisschen Travolta kennen, da werden Sie sofort an Grease denken natürlich, nicht? Und da wird man eine Überraschung erleben. Natürlich steckt die Erinnerung an Grease drin, allein durch die Person von John Travolta, der hier in dieser Tanzszene vorkommt. Das ist nicht falsch. Aber Tarantino sagte auch wieder in einem Interview, bei dieser Tanzszene hat er nicht an Grease gedacht, sondern an seinen französischen Lieblingsregisseur Jean-Luc Godard, Bande à part. Auch da kommt eine schöne Tanzszene vor und die möchte ich Ihnen jetzt doch vorführen, weil die werden Sie wahrscheinlich sonst selten zu sehen bekommen. Das ist leider bloß wieder unglückseligerweise hier wieder so einen Wechsel machen. Aber ich denke, es lohnt sich. Also Jean-Luc Godard. Ja, Jean-Luc Godard war tatsächlich auch mein Lieblingsregisseur und es ist immer, also jetzt, ich kenne natürlich viele, würde mir schwerfallen, aber eine Zeit lang war das wirklich mein erklärter Lieblingsregisseur. Warum? Weil der so viel gemacht hat, weil der so viel experimentiert hat und weil der so raffinierte Sachen gemacht hat. Ne? Heute natürlich würde ich diese Antwort nicht mehr so leicht beantworten können, weil es natürlich heute die Möglichkeit gibt, sehr, sehr viel zu sehen, weil die Zeit natürlich auch weitergegangen ist.
Godard ist aber von Film zu Film immer wieder experimentierfreudig gewesen. Und ich denke, das ist etwas, was charakteristisch ist für Tarantino. Auch Tarantino ist von Anfang an experimentierfreudig gewesen und ist es bis heute geblieben. Wenn Sie mal seine Filme daraufhin anschauen, dann werden Sie sehen, dass er nie dasselbe zweimal macht. Er macht ein paar Mal Mexican Standoffs in vielen Filmen, aber die sind jedes Mal anders. Er versucht immer wieder eine neue ästhetische Risiko einzugehen oder natürlich auch neue inhaltliche Risiken, sodass wir also immer bei ihm darauf gefasst sein können, dass wir etwas zu sehen bekommen, was wir so noch nicht gesehen haben. Und zum Teil spielt er auch ganz bewusst mit den Erwartungen des Publikums. Oh ja, da sehen wir, das hat er noch gar nicht hier erkannt, da müssen wir es nochmal geben. Ja, das ist immer sehr lästig, solche Laufwerke, die angeblich automatisch funktionieren. Das macht immer Freude, wenn sie dann nicht automatisch funktionieren, dann hat man eigentlich wenig Handhaben. Irgendwie ruckelt das jetzt hier ziemlich, das Bild. Das weiß ich leider nicht, woran das liegt. Das ist also jetzt nicht Godards avantgardistische Film gewesen, sondern das ist hier ganz einfach ein lästiger Fehler. Läuft jetzt ein bisschen fließend. Nee. Ja, ich kürze es mal ab, weil das ist leider jetzt hier nicht richtig. Also ich hoffe, ich muss den Computer nicht neu starten jetzt, weil das ist jetzt sehr, sehr ruckelig. Das darf eigentlich nicht sein. Passiert bei mir im Hörsaal auch manchmal, irgendwie spinnen dann die Geräte dann. Das ist jetzt sehr, sehr ärgerlich. Ich versuche es jetzt mal, indem ich einfach mal hier das zumache, das Programm, und dann nochmal neu starte. Dieses Zitat, versuchen wir es mal mit dem, das kennen Sie alle, dieses Bibelzitat, ne? Hesekiel. Ne? Und immer dann, wenn Jules Hesekiel zitiert, ne? Immer dann ist es ziemlich klar, dass da das letzte Stündlein von jemandem geschlagen hat. Ne? Und ganz am Ende macht er sich dann eigentlich Gedanken darüber, ne, was das bedeutet. So, schauen wir uns mal das Vorbild dieses Zitats an. Ich kann ja gerade noch mal versuchen, aber ich nehme an, Sie kennen das. Ich zeige Ihnen mal einfach das Vorbild. Das stammt nämlich nicht aus der Bibel. Wenn man nämlich in der Bibel nachliest, dann wird man feststellen, dass das ein bisschen anders formuliert ist. Es wird ja genau angegeben, Hesekiel und dann eine Textstelle, ich weiß jetzt nicht auswendig, diese Stelle bei Hesekiel, die liest sich ganz anders. Und dann denkt man, aha, da hat also der Tarantino sich verschiedene Sachen auch vielleicht aus der Bibel zurechtgesucht, die in diesem Sinne dann für ihn zu verstehen sind. Aber weit gefehlt, schauen Sie sich mal das hier an. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak to the land.
Natürlich wird es jetzt etwas klarer, ne? Denn wir wissen ja, dass in der Bibel Shiva the Bodyguard nicht vorkommt. Der stammt aus dem japanischen Kino. Lass es gerade mal ein bisschen weiterlaufen. Die Geschichte spielt in New York. Ja, das ist der Film Shiva the Bodyguard mit Sonny Shiba, der ja bekannt ist aus Kill Bill. Der ist ja da, der spielt ja da den Hattori Hanzo. Und das war jetzt von diesem Film speziell für die amerikanische Fassung eingefügt worden, dieses Bibelzitat. Es ist, bei der deutschen Fassung ist es nicht dabei, die ich hier auch habe. Ne? Aber netterweise ist da dieser amerikanische auch drauf. Und das ist ganz interessant. Ich kann es jetzt leider nicht sagen. Das wäre für Sie vielleicht, wenn Sie ein bisschen Japanisch können, wäre es doch mal sehr interessant, diesen Film im japanischen Original anzuschauen, was da, wovon da die Rede ist. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass er da nicht die Bibel zitiert, sondern irgendeinen Zen-Meister. Ne? Das könnte ich mir so vorstellen. Also irgendetwas mehr aus der Kultur. Nicht? Und diese Frage wäre natürlich interessant. Auf alle Fälle ist klar, dass der Tarantino das in der amerikanischen Fassung gesehen hat und dass er das von daher übernommen hat, diesen Spruch. Nicht? Also es gibt verschiedene Quellen. Es gibt noch eine andere Sache mit Sonny Shiba, wo er dann noch etwas anderes zitiert, einen anderen Film, den habe ich jetzt aber nicht dabei. Leider habe ich gesehen, es ruckelt immer noch, also da müssen wir jetzt damit leben. Ja, also dieser Kulturaustausch ist natürlich sehr interessant für uns, weil wir daran ja sehen können, dass die Wege der Kultur nicht so geradlinig sind, wie wir glauben. Wir merken, dass wir uns in der Postmoderne im Zeitalter der Transkulturalität bewegen und dass Bibelzitate dann nicht mehr direkt aus der James-Ausgabe der Bibel, aus der James-Übersetzung der Bibel kommen müssen, King-James-Übersetzung, sondern dass sie auf dem Umweg über Japan dann wieder in die amerikanischen Filme gelangen können. Das finde ich außerordentlich faszinierend. Herr Tarantino ist in der Tat ein transkultureller Filmemacher. Wenn Sie sich Kill Bill anschauen, spätestens dann wird Ihnen das klar. Nicht? Da sind ja die Kulturen des amerikanischen Fernsehens, des Japan-Kinos, des chinesischen Kinos und des Hongkong-Kinos, die sind ja da verschmolzen. Nicht? Also es ist tatsächlich nicht nur interkulturell, sondern transkulturell. Man hat nicht nur, man versteht nicht nur den anderen, man versteht nicht nur die Sprache und die Kultur des anderen und kennt diese, sondern man wendet sie selber an, man übernimmt sie und entwickelt sie auf diese Weise weiter. Das ist eigentlich kennzeichnend für das, was man Transkulturation nennt. Ja, Sonny Shiba aus Shiba the Bodyguard, oder einfach The Bodyguard, wie er heißt in der amerikanischen Fassung, war dann also ein Film, der auch in Grindhouse-Veranstaltungen lief. Dieses Plakat finde ich hier ganz faszinierend, das von einem Kino dann für so eine Veranstaltung gemacht wurde. Ja, das hier ist mehr moderne Kunst, nämlich aus dem Informell. Wohls ist ja ein Künstler des Informell gewesen, nicht? Also kein Filmzitat, sondern ein, wenn Sie so wollen, eine Herangehensweise. Taschismus hieß das, Tasch von Tasch, der Fleck, nicht? Also Fleckenkunst, Leute, die einfach so Flecken auf die Leinwand gemacht haben. Drip Painting kennt man auch von Jackson Pollock, das ist also die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und im Grunde genommen ist dieses kunstvolle Blutvergießen bei Tarantino auch gelegentlich als eine Form des Drip Painting oder des Taschismus zu verstehen. Ja, It's Time, Butch, wir wollen weitergehen. Christopher Walken natürlich, der Charakter, den er hier spielt, Major Koons, ist nicht uninteressant. Der wird uns dann später vielleicht nochmal begegnen. Kommen wir zu dem nächsten kleinen Film. Sie wissen, Four Rooms, da ist ja die zentrale Figur Tim Roth, der hier den Bellboy spielt, also den Hotelpagen. Und das erklärte Vorbild, das auch von Tarantino ja zitiert wird,
The Bellboy, der Film von Jerry Lewis. Werfen wir da mal einen Blick rein, dass wir ein bisschen was auch noch zu sehen kriegen. Tut mir wirklich sehr leid mit diesem Ruckeln, das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Das hat jetzt nichts mit Tarantino zu tun, aber ich finde diesen Vorspann von The Bellboy von Jerry Lewis so entzückend, dass ich ihn Ihnen nicht vorenthalten möchte. Ja, ich springe mal ein bisschen vor, damit wir zu Jerry Lewis kommen. Kommen wir in dieses Hotel rein. Ja, mit diesem Ruckeln ist das natürlich nur die halbe Freude. Der Witz ist, es ist tatsächlich so, wie Tarantino das in seinem Segment in Four Rooms beschreibt. Jerry Lewis spricht in diesem Film überhaupt kein einziges Wort. Was ihn anbetrifft, ist das also eine Stummfilm-Performance und allein so schon sehenswert und ganz toll. Also, auch ein kleiner Filmtipp für Sie. In dem Film kommt natürlich was anderes dann noch vor, in dem Tarantino-Episode, die heißt ja The Man from Hollywood. Ja? Und da wird ja eine Szene nachgespielt aus einer Episode von Alfred Hitchcocks Presents. Das ist eine Fernsehserie gewesen, in der Alfred Hitchcock
verschiedene Krimis präsentiert hat, die nicht unbedingt von ihm waren, die er nur produziert hat. Er hat auch nur bei den wenigsten selbst Regie geführt. Aber die sind alle sehr interessant. Und Hitchcock war schon so populär, dass er dafür mit seinem Namen und mit seiner Silhouette Werbung machen konnte. Und diese Episode, um die es hier geht, Men from the South, mit Steve McQueen und Peter Lorre, die möchte ich Ihnen noch gerne zeigen. Die war auch nicht so leicht zu kriegen, sodass Sie hoffentlich ein bisschen wenigstens jetzt sehen werden. Peter Lorre, es ist einer seiner letzten Filme. Peter Lorre war ja der berühmte Kindermörder aus dem Fritz-Lang-Film M von 1932. Der Film mit dem kürzesten Titel. Hier rechts Peter Lorre, Steve McQueen kennen. Also es geht um diese berühmte Wette, 10-mal hintereinander sein Feuerzeug anzuzünden in einer Reihenfolge. Wenn er gewinnt, kriegt er das Cabriolet, das Auto von dem Peter Lorre bzw. von Tarantino in den Four Rooms. Und wenn er verliert, wenn es nicht funktioniert, dann wird ihm der kleine Finger abgehackt, weil er sonst nicht viel dagegen setzen kann, nicht gegen so ein tolles Auto. Ja, das wird ja, diese Szene wird ja komplett nachgespielt. Man kann sogar sagen, diese Szene ist im Prinzip genau dieselbe Idee, diese Tarantino-Szene, wie hier dieser Hitchcock-Film. Es ist aber kein Remake. Und das sehen wir zum Beispiel an solchen kleinen Details, wie dem, dass hier ja niemandem der Finger abgehackt wird bei Hitchcock, während er bei Tarantino tatsächlich abgehackt wird und dann noch ein sehr zweifelhaftes Schicksal haben wird. Er soll ja eigentlich ins Krankenhaus gefahren werden, damit er wieder angenäht werden kann. Dieses soll ja eigentlich nur aus Prinzip gemacht werden, damit überhaupt was dagegen gesetzt wird. Hier läuft die Geschichte ganz anders. Er hat also noch ein paar Versuche und das wird hier sehr spannend gemacht. Ne? Bring mal ein bisschen vor. Bring noch mal ein Stückchen vor. Ja, ne? Das wäre jetzt also der 8. Versuch gewesen. Sie sehen, der Hitchcock'sche Humor, der ist da enthalten. Aber die Geschichte, die stammt von Roald Dahl. Ne? Und der Schluss?
Ja, also eine makabre Pointe auch bei Hitchcock. Hitchcock ist in gewisser Weise eines der wenig genannten Vorbilder von Tarantino, aber Sie können sehr viel von Hitchcock in seinen Filmen entdecken, zum Beispiel in Pulp Fiction diese schöne Szene, wo Butch mit dem Honda von Fabienne fährt und dann Marcellus Wallace vor seiner Windschutzscheibe vorbeiläuft. Das ist direkt aus Psycho übernommen. Ja, bleiben wir noch einen Augenblick bei Hitchcock. Ja, das war eine gesponserte Werbesendung. Ja, Hitchcock ging immer sehr gnadenlos mit seinen Sponsoren um in dieser Sendung, wie Sie sehen. Also das ist etwas, was man heute gerne im Werbefernsehen auch wieder erleben würde. Gut, das wäre natürlich etwas. Sie können sich diese ganzen Serien heute natürlich auch alle auf DVD kaufen. Es ist immer wieder ergötzlich, Hitchcock am Werk zu sehen. Ja, kommen wir zu dem nächsten Tarantino-Film. Ich möchte das ein bisschen abkürzen, dass wir den noch sehen können. From Dusk Till Dawn. Er zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass Tarantino hier selbst auftritt. Aber schauen wir uns mal Jackie Brown an. Jackie Brown, das ist Tarantinos dritter vollwertiger Film nach seiner Zählung. Nun, wir diese Viertelsepisode jetzt nicht mitzählen, die aber sehr ergötzliche. Und das ist ein Film natürlich, der sehr viel mit Pam Grier zu tun hat. Nicht? Hier, Sie sehen das Plakat von Jackie Brown. Und das Plakat von Foxy Brown ist sehr ähnlich und natürlich haben die auch denselben Nachnamen, die beiden. Nicht? Foxy und Jackie sind vielleicht zwei Schwestern. Und Pam Grier, die Schauspielerin, hat ihre Karriere bei Russ Meyer begonnen, dem Sexfilm, dem Godard des Sexfilms, könnte man sagen. Also ein ganz, ganz toller Regisseur, der auch ganz großartiger Fotograf war. Und der relativ harmlose Sexfilme gedreht hat. Dann ist sie aber erst richtig entdeckt worden von Jack Hill. Und Sie sehen, diese Filme, die für Tarantino von Bedeutung gewesen sind, die stammen alle von Jack Hill. Also ist auch ein unterschätzter Regisseur von Billigprodukten. Wenn Sie sich die Filme anschauen, ich hatte ja jetzt Gelegenheit, einige wenigstens reinzuschnuppern, dann wird man merken, das sind eigentlich ganz tolle Filme, das sind gar nicht so schnöde Dinger, ne? Sondern einige sind wirklich sehr ästhetisch und sehr gute Filme. Nicht? Und die Regisseure haben es dann halt irgendwie nicht geschafft, in eine andere Liga aufzusteigen. The Big Doll House hat etwas mit Jackie Brown zu tun. Das ist ein Film über eine Frau im Gefängnis. Und solche Gefängnisfilme, vor allem Frauengefängnisfilme, waren dann fast ein eigenes Subgenre eine Zeit lang. Und die anderen gehören dann zu dem Genre, das man etwas schnöde als Blaxploitation nennt. Eine Kombination aus Blacks und Exploitation, also die Exploitation von schwarzen Amerikanern. Einer der Beteiligten hat sich gegen diesen Begriff übrigens heftig gewehrt und ich finde, man sollte ihn auch nur mit Vorsicht genießen, denn diese Welle von Filmen, die heute unter Blaxploitation genannt wird, könnte man sagen, es ist so etwas wie die zweite große Versuch von Afroamerikanern ins Filmgeschäft reinzukommen. Die Filme waren ja von nicht nur mit schwarzen Darstellern, sondern sie sind auch von schwarzen Regisseuren und Produzenten gemacht worden. Es ist also so etwas wie die Nouvelle Vague der schwarzen Amerikaner gewesen. Und der erste, der das gemacht hat, der erste Autorenfilmer, Melvin Van Peebles, der hat diesen Film gedreht, Sweetback's Badass Song. Ein eigenwilliger Titel, aber sehr interessant, da mal reinzuschauen. Das ist das Vorbild aller dieser Blaxploitation-Filme. Und die späteren dann,
Da war dann zum Beispiel auch Schärft dabei, nicht? Sie erinnern sich an Brumhilda von Schärft aus dem letzten Tarantino-Film, aus Django Unchained. Nicht? Und seine Fiktion ist ja diese Brumhilda von Schärft, das könnte so etwas wie die Ur-Ur-Urgroßmutter von diesem schwarzen Detektiv Schärft sein. Nicht? Ja, Blackula und andere Dinge, Black Caesar. Diese Filme gehören alle rein. Schärft ist natürlich insofern noch interessant, weil er von Gordon Parks gemacht wurde, einem Fotografen, der unter anderem dieses Bild hier rechts 1942 geschossen hat, das er dann ketzerischerweise American Gothic Washington DC genannt hat, eine Anspielung auf das damals schon berühmte Bild von Grant Wood unter dem Titel American Gothic, in dem man so ein weißes Paar vor einem typisch amerikanischen Haus sieht, nicht so die Farmer, die Pioniere verkörpern, nicht? Und die Situation für die Schwarzen sieht etwas anderes aus, nicht? Das ist eine Putzfrau im Regierungsgebäude, nicht? In Washington DC. Also ein sehr intelligentes Spiel damit, und so von diesem Geist war auch diese Bewegung des sogenannten Blaxploitation-Films beseelt. Also Jackie Brown ist nicht nur eine Hommage an eine Schauspielerin, nämlich Pam Grier, sondern es ist auch ganz bewusst ein Aufgreifen des Lebens und der Lebensbedingungen der schwarzen Amerikaner. Dass sich Tarantino dafür interessiert, das sieht man ja, hat man damals vielleicht noch gar nicht so gesehen. Heute, wenn man natürlich Django Unchained kennt, fällt es einem sehr viel leichter. Ne? Aber natürlich war das auch bei Pam Grier schon evident. Ich zeige Ihnen gerade noch mal einen kurzen Clip von dem Melvin Van Peebles Film. Den gibt es beim British Film Institute. Nicht? Also es ist natürlich immer schwierig, diese amerikanischen DVDs hier zum Laufen zu bringen. Ich bin da leider technisch nicht so gut ausgestattet, um diesen Area Code zu umgehen. Deswegen bin ich immer auf britische angewiesen. Den gibt es im British Film Institute. Aber interessanterweise, wie ich Ihnen gleich noch zeigen werde, haben die Briten diesen Film zensiert. Ja? Schauen Sie mal gleich rein. Das ist der Anfang. Ich habe Ihnen die amerikanischen Untertitel gegeben. Also es ist tatsächlich Silence. Ich habe nichts gesagt. Also ein Bekenntnis für die schwarze Kultur in Abgrenzung zu der weißen Kultur, das ist dieser Film. Und nur als kleine Anmerkung noch, damit Sie ein bisschen die europäische Wirklichkeit auch erkennen können, dieses hier ist jetzt hier der britischen Fassung vorangestellt. Also eine Anzahl von Bildern aus diesem Film wurde geschwärzt, sie wurden also rausgeschnitten, damit dieser Film überhaupt auf den Markt gebracht werden kann hier vom British Film Institute. Und worum es sich dabei handelt, das sind jetzt keine Gewaltszenen, sondern ja, nicht? Jetzt greift der britische Zensor hier ein. Die freiwillige.
Ja, nicht? Also das ist ganz schön, du bist nicht beim Fotografen, bewegt dich mal ein bisschen. Nicht? Also, das dürfen wir leider nicht sehen hier. Gut. Sie sehen daran eigentlich etwas, womit Tarantino auch immer zu kämpfen hat, ne? Nämlich die Art und Weise, was in einer bürgerlichen Gesellschaft als gerade korrekt gilt. Ja? Und im Augenblick ist ja das Wort Nigger in den USA tabu, deswegen hat er jetzt Schwierigkeiten mit dem N-Word. Ja? Zu der Zeit, als Melvin Van Peebles seinen Film drehte, war das noch ganz anders. Ja? Da war das noch ganz üblich in der amerikanischen Gesellschaft, dass man von Nigger redet. Und auch hier sehen Sie das, es ist auch in diesen Filmen ganz bewusst gemacht worden. Nicht? Das ist The Legend of Nigger Charlie, in der Fred Williamson mitspielt als Star. Fred Williamson, einer der schwarzen Stars dieser afroamerikanischen Nouvelle Vague, wie ich das lieber nennen möchte, als Blaxploitation. Und Fred Williamson, den werden Sie auch gesehen haben, wenn Sie From Dusk Till Dawn gesehen haben. Da spielt er nämlich einen dieser Schwarze, der in Vietnam war, nicht? Der gegen die Vampire kämpft. Nicht? Das ist Fred Williamson. Ja, Tarantino, wenn er solche Zitate bringt, bezieht sich damit auch immer auf die Kultur, die damit verbunden ist. Es ist also immer nicht nur so leicht hin gemacht, sondern es ist absichtsvoll und insofern intentionales Zitat. Kill Bill wiederum hat etwas mit Kung Fu zu tun. Die Serie mit David Carradine, diese Western-Serie. Ich zeige Ihnen das jetzt mal nicht, weil das immer so lange dauert, bis das hier in Gang kommt, bin ich jetzt etwas ungeduldig. Interessant ist aber, David Carradine ist ja neben Uma Thurman in diesem Film der Star, nicht? Bill, den es zu töten gilt, Kill Bill, der hier als ganz friedlicher Shaolin-Mönch in den Wilden Westen kommt. Das ist ein Wild-West-Film mit Kung Fu. Und da können Sie dann tatsächlich in Saloon Kung-Fu-Szenen sehen. Ich zeige es Ihnen doch mal, also wenn wir nicht ganz durchkommen. Es ist einfach zu schön. Nicht? Also ich habe diese Serie als Junge sehr gemocht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat Kung-Fu gesehen? Ah ja, doch ein paar. Nicht? Okay, sehr schön. Okay, dann kennen Sie das ja sicher. Die Szene, die ich hier für Sie vorbereitet habe, die stammt allerdings aus dem Pilotfilm, der vor der Serie gedreht wurde. Schauen wir mal, ob sie in Gang kommt. Kung Fu mit David Carradine. Der hat also tatsächlich dann Kung Fu in den Wilden Westen eingeführt, womit er da natürlich dann überlegen war, allen Cowboys, nicht, mit dieser ostasiatischen Kunst. Wenn man so will, ein erster Versuch über Interkulturalität, der da gemacht wurde. Das ist hier der Anfang des Pilotfilms. Es wird dann ein bisschen so die Vorgeschichte angedeutet. David Carradine, der ist ein Sohn eines Amerikaners und einer Chinesin in China von einem Shaolin-Meister aufgezogen worden und von daher mit Kung-Fu-Künsten vertraut geworden, den Martial Arts, nicht den Kampfkünsten des Kung-Fus. Und jetzt hat es ihn in den Wilden Westen verschlagen, wo er da durch die Gegend wandert und dann gelegentlich in Saloons kommt, wie diesen hier. Nicht? Sie sehen hier eine typische Eigenschaft dieser amerikanischen Gesellschaft, Rassismus. Ja? Rassismus hat es in den USA immer gegeben. USA ist ein Wunder an Integration, aber es ist immer Rassismus im Spiel gewesen. Nicht? Rassismus gegen Chinesen, Rassismus gegen die Schwarzen. Und diese Form von Rassismus ist, wie Sie ja wissen, ein sozialer Sachverhalt, mit dem sich die amerikanische Geschichte sehr lang und sehr leidvoll hat auseinandersetzen müssen. Das wird hier auch thematisiert. Jetzt in Bezug auf China, Chinaman, ne? Erinnert ein bisschen an den Big Lebowski. Yeah,
Ja, das war also Kung Fu im Wilden Westen zum ersten Mal. Leider natürlich jetzt nicht sehr schön durch diese ruckende Bewegung. Das lässt natürlich die ganze Kampfchoreografie hier nicht so schön fließend erscheinen, wie sie in Wirklichkeit ist. Es ist aber auch noch sehr viel bescheidener als das, was man heute zum Beispiel gewohnt ist, nicht, wenn Sie Matrix gesehen haben. Das ist natürlich schon ein bisschen mehr, natürlich, und auch Kill Bill bringt da natürlich mehr. Aber so hat es angefangen, nicht, mit Kung Fu in den USA. Es gab natürlich auch die Serien vorher, also auch die chinesischen Filme, nicht, und japanische Filme, aber dass jetzt eine amerikanische Produktion das eingeführt hat, das war wohl zum ersten Mal bei dieser Fernsehserie. Und dass das 1972 angefangen hat, ist, meine ich, kein Zufall. Das ist nämlich das Jahr, in dem Nixon in China war. Und im Februar, nicht, die Serie startete dann im Spätsommer. Und ich denke, das ist so etwas auch wie eine politische Geste gegenüber China gewesen, die da drin ist, dass die gerade zu dieser Zeit produziert wurden. Hier sehen Sie noch ein Foto von diesem berühmten Staatsbesuch. Ich glaube, es ist ja sogar eine Oper oder ein Musical dazu geschrieben worden. Aber die chinesisch-amerikanischen Beziehungen sind natürlich älter, die sind älter als Nixon. Die gehen spätestens schon auf die Zeit des Boxeraufstandes zurück im Jahr 1900, als also Amerika, hier links die amerikanische Fahne, zu den Interventionsmächten in China gehörte, die da ihre imperiale Politik durchgesetzt haben. Das hier auch interkulturell interessant, nicht? Das ist hier eine Darstellung aus dieser Zeit, nicht? Nicht amerikanischer Art, nicht? Sondern, okay. Interkulturalität, Transkulturalität kommt dann hier zum Ausdruck in Kill Bill, wenn hier eine ganze Sequenz in Anime-Form gedreht wird, also als Zeichentrickfilm, als japanischer Zeichentrickfilm von demselben Studio animiert, das auch die Teile von Animatrix animiert hat und vor allem Ghost in the Shell haben die animiert, nicht, einen sehr wichtigen Science-Fiction-Film eines sehr genialen japanischen Zeichners Masamune Shirow. Und die Szene, die ich jetzt nicht eingehen möchte, ich möchte auf die hier nochmal eingehen. Hier wird so ein bisschen reflektiert, was denn überhaupt Geschichten erzählen bedeutet, in dieser Szene aus Kill Bill 2. Und ich möchte Ihnen da nur einen kurzen Ausschnitt zeigen, der dann überraschenderweise nicht auf eine chinesische oder japanische Spur führt, sondern auf eine uramerikanische. Ich springe mal ein bisschen vor noch, wir müssen ein bisschen mit der Zeit geizen. Ja, und hier sehen wir David Carradine,
Flöte spielenderweise, wie das auch in Kung Fu in der Serie manchmal der Fall ist. Da spielt er auch manchmal Flöte. Ne? Und diese lange Bambusflöte da, die auch sehr gut als Schlagwaffe einsetzbar ist. Hier ist er ganz friedlich, aber die Szene ist natürlich voller Spannung. Ne? Gut, man denkt natürlich zuerst an Kung Fu, aber es ist noch ein anderes Zitat hier drin versteckt, das das Ganze zu einem transkulturellen Ereignis macht. Und dieses andere Zitat, das möchte ich Ihnen gerne auch noch zeigen. Und das stammt von John Ford, sodass wir also hier, nicht, der ja als einer der Hauptvertreter des klassischen amerikanischen Westerns gilt und der es auch ist, und der amerikanischste aller amerikanischen Western-Filme, immer stolz darauf war, irischer Herkunft zu sein übrigens, und der auch sehr viele sozialkritische Dinge gemacht hat, John Ford. Nicht zu unterschätzen, also einer meiner Favoriten für eine Filmreihe, hat gedreht The Searchers. Und The Searchers lädt hier zum Vergleich ein. Und ich will Ihnen gleich mal das zeigen, wie das hier reinkommt. Durch ein ganz einfaches Detail in der Dekoration, nämlich fast nicht zu merken. Ja, das ist die Szene. Entschuldigung, ich muss gerade hier nochmal was verändern, was sich hier leider verstellt hat. Das ist die Szene am Schluss des Films, in der John Wayne mit der gesuchten Debbie, die mittlerweile unter die Indianer gefallen war. Auch das ist übrigens ein Film, der sich kritisch mit Rassismus auseinandersetzt. Und John Wayne ist hier nicht durchgängig positiv, sondern ein ambivalenter, düsterer Held, der am Anfang Rassist ist und der dann durch die Ereignisse eines Besseren belehrt wird. Also ein absolut sehenswerter Film, The Searchers 1956. Ja, und Sie erkennen das vielleicht wieder. Das ist genau derselbe Bildausschnitt, den wir gerade eben bei Kill Bill gesehen haben. Und es ist sogar dieselbe Detail der Dekoration, nämlich diese geschwungene Linie da. Und alles das lädt uns natürlich zum Vergleich zwischen The Searchers und Kill Bill, was ein weites Thema ist. Deswegen möchte ich es bei dieser Andeutung jetzt belassen, denn ich möchte noch zum Schluss auf die Nibelungen zu sprechen kommen, die wir in Django Unchained ja zitiert finden. John Ford möge es mir verzeihen. Death Proof natürlich ist eine Anspielung auf diesen Film Vanishing Point, der da ausgiebig zitiert wird, in dem das gleiche Auto vorkommt. Auch das ist ein sehenswerter Film mit einer ganz tollen Ästhetik. Ja, unbedingt mal anschauen, Vanishing Point. Ja. Und Stuntman Mike mit dieser ausgeprägte Fußfetischist. Ich glaube, in keinem Film von Tarantino kommt dieser Fußfetischismus so ausgiebig vor wie in Death Proof. Er zieht sich zwar durch alle Filme, in irgendeinem gibt es irgendeine barfüßige Frau, die da durch die Gegend läuft, aber hier ist es eigentlich am ausgiebigsten, nicht nur in dieser Szene. Ne? Aber darauf möchte ich jetzt auch nicht eingehen. Ich möchte Inglourious Basterds noch kurz streifen, in dem diese schöne Szene vorkommt, in der ja auch tatsächlich Deutsch gesprochen wird und in der die Debatte geführt wird, ob denn Winnetou ein Deutscher ist. Ja? Und machen Sie sich darüber mal Gedanken. Es ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie es scheint. Natürlich, er ist ein Indianer. Winnetou ist ein Indianer. Er ist aber ein deutscher Indianer, von einem Deutschen erdacht worden. Das ist kein Indianer, der jemals in Amerika gelebt hat. Und ist er ein Amerikaner? Oder ist er kein Amerikaner? Auch das ist nicht so einfach zu beantworten. Gelten die Indianer als Amerikaner? Die hatten ja kein Wahlrecht damals zu dieser Zeit. Ne? Und sie wurden ja nicht anerkannt. Also, da haben wir schon in dem Seminar über den Film ja ausgiebig diskutiert. Deswegen wollte ich hier dieses interessante Problem der kulturellen Identität nur aufwerfen. Kurz gesagt, die Antwort geht in diese Richtung.
das, was als solches definiert wird, wer als zugehörig definiert wird, der gehört dazu. Also es ist eine Frage der Definition, ob jetzt ein Indianer zu welcher Nationalität er gehört. Eine Frage der gesellschaftlichen Definition, der gesellschaftlichen Zurechnung. Ich möchte auf das hier nochmal kurz eingehen. Ein deutscher Film. Also ich glaube, das liegt daran, dass hier so viele amerikanische User der IMDb nicht so viele Zitate entdeckt haben, wie da drin vorkommen. Unter anderem ist auch eine Anspielung auf Bernhard Wicki drin, der ja die Brücke gemacht hat. Nicht? Einer der Inglourious Basterds, der heißt Wicki. Ja? Und es ist ganz klar, damit ist Bernhard Wicki gemeint, der Regisseur der Brücke. Hier natürlich sehen wir ganz groß im Bild Leni Riefenstahl, die nicht nur die Weiße Hölle vom Piz Palü gedreht hat, das war in ihrer Zeit als Schauspielerin, noch vor den Nazis. Später ist sie ja berühmt geworden durch den Reichsparteitagsfilm Der Triumph des Willens. Und hier hat sie noch keine Nazi-Sympathien gezeigt, das kam erst dann mit der Machtübernahme. Hier war sie noch einfache Schauspielerin und zwar spezialisiert auf Bergfilme. Und Die Weiße Hölle vom Piz Palü ist ein Bergfilm, der gedreht worden ist von Arnold Funk, der war Spezialist dafür, der war Bergsteiger und der war der Pionier des deutschen Bergfilms, ein Subgenre, das quasi im Alleingang von diesem Regisseur gemacht wurde. Da es jetzt hier aber auch dramatische Szenen gab, war das eine Kooperation von Funk und Papst, Georg Wilhelm Pabst, der ja in Inglourious Basterds auch ausgiebig gewürdigt wird. Einige haben mich gefragt, gab es den wirklich? Ja, natürlich. Das war einer von den vier großen Regisseuren zur Zeit des Weimarer Kinos in Deutschland. Nicht? Lubitsch, der am frühesten emigriert ist, Fritz Lang, der aus Österreich kam, wichtigster deutscher Regisseur, nicht? Und Murnau natürlich, der auch sehr früh in die USA ging und dann sehr früh auch starb dort, und Pabst eben. Nicht? Das sind so die Namen, die man sich merken muss. Und das kam tatsächlich vor, dieser Bergfilm. Nicht? Und wenn Sie sich überlegen, um Berge geht es ja noch um eine andere Stelle, als es um diesen Gipsfuß geht. Nicht? Wo kommt der Gips her? Vom Bergsteigen. Das war ja die Ausrede, die sie sich überlegt haben, weil die Deutschen so gerne Bergsteigen. Da ist natürlich eine weitere Anspielung drin auf diese Bergfilme. Und auch das ist übrigens ein ganz, ganz toller Film. Und es ist dann ja noch an einer anderen Stelle davon die Rede, von dem Riefenstahl-Film in dieser Kneipe, La Louisiane. In der Kneipe, als sie in das Gespräch mit dem Gestapo-Offizier verwickelt werden und der den seltsamen Akzent von dem britischen Bastard bemerkt. Nicht jetzt keiner der Bastard, sondern diese britische Gruppe, dieser Filmkritiker, der ja sagt, er kann Deutsch wie die Katzen, ja mal Kids, und er ist tatsächlich nicht besonders gut sein Deutsch, hat also einen Akzent. Und der versucht sich jetzt rauszureden gegenüber dem Gestapo-Offizier, wo hast du den Akzent her? Ja, ich komme vom Piz Palü, ich bin im Piz Palü geboren und da sprechen sie alle so. Und das kann der Gestapo-Offizier jetzt nicht verifizieren. Natürlich in den Alpentälern, da hat jedes Tal so seinen eigenen speziellen Dialekt. Ne? Das ist schwierig. Ne? Und natürlich, es gibt noch einen anderen Grund, warum er es nicht verifizieren kann. Obwohl er den Film gesehen hat, es ist ein Stummfilm. Es ist ein Stummfilm und von daher unmöglich natürlich, das zu bestätigen. Gut, Bergfilm. Ich möchte als letztes Django Unchained nochmal mit Ihnen durchgehen. Kurz, da gibt es ja diese schöne Szene, in der deutsches Kulturgut zitiert wird. Das ist auch herrlich, nicht Christoph Waltz als Deutscher im Wilden Westen. Allein das ist natürlich schon die Szene wert. Ich will das gerade mal.
Sie sehen nochmal der Berg. Ja, das nochmal zur Erinnerung. Das ist die Geschichte mit Siegfried und Brunhilde. Und es ist hier, ja, Sie kennen das ja vielleicht gar nicht so genau, wie das hier erzählt wird. Da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Nicht? Es gibt die Variante des Nibelungenlieds und es gibt die Variante, die in der Edda steht, die noch etwas ältere Überlieferung. Nicht? Und wenn wir uns jetzt anschauen, Tarantino, der greift ja eher auf die Edda-Geschichte zurück, die er vielleicht, für die er nicht unbedingt die Edda, sondern nur die Wagner-Oper zitiert haben müsse. Es gibt ja viele Abweichungen davon. Wagner-Oper, diese Welsungensaga, das ist ja auch mehr die Edda-Variante. Ich möchte Ihnen jetzt hier aber die Variante von Fritz Lang zeigen, die tatsächlich ein bisschen so aussieht, wie sie hier von Doc Schulz, Christoph Waltz zitiert worden ist. Nicht ganz, aber ein bisschen. Das ist hier die Variante von Fritz Lang von 1924. Die Nibelungen, Teil 1 Siegfried. Teil 2 hat was mit Kill Bill zu tun. Teil 2 heißt nämlich Kriemhilds Rache. Das ist auch eine Frau, die sich rächen will. Also auch da kann man schon mal nochmal eine Brücke schlagen, die auch eine sehr interessante Vergleich ergeben würde von diesen Filmen, den ich jetzt aber nicht eingehen möchte. Ich möchte es einfach hier nochmal Ihnen kurz diese Sache zeigen. Was haben die Nibelungen mit Django Unchained zu tun? Das ist doch ganz hübsch, gerade hier zu zeigen, wo wir ja hier eine Handschrift des Nibelungenlieds in der Badischen Landesbibliothek haben. Dachte ich, wäre das hier ein würdiger Abschluss, wenn jetzt die Technik mitspielt. Dann kommen wir auch noch dazu. Ja. Soweit mal ein Ausschnitt aus diesem Film. Dieser Film, der gehört zu diesen
großen Nationalepen, die es in der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen gab. Einer davon, The Birth of a Nation, hat natürlich direkt etwas mit Django Unchained zu tun. Denken Sie an diese Szene mit diesen Proto-Ku-Klux-Klan-Leuten mit den Kapuzen, die nicht richtig funktionieren. Eine der köstlichen Szenen. Tatsächlich sahen die ersten Ku-Klux-Klan-Masken nicht so aus wie hier auf dem Plakat, diese seltsamen Ritterrüstungsähnlichen Dinge oder auch diese Spitzenmützen, ne, wie sie bei Griffith zu sehen sind, sondern die ersten Ku-Klux-Klan-Masken, die sahen tatsächlich so aus, wie sie uns Tarantino zeigt. Das kann man nachlesen in einem amerikanischen Geschichtsbuch, das von keinem Geringeren als von Wilson geschrieben wurde, der später Präsident geworden ist, ja, Historikprofessor in Princeton seine Karriere begonnen hatte. Also Birth of a Nation wäre natürlich auch hier zu untersuchen. Ich habe jetzt die Nibelungen genommen. Eisenstein, UdSSR, Oktober, ne, ist ein solches Epos. Und natürlich Napoleon von Abel Gance, der ja auch ein Mehrteiler werden sollte. Und dann nochmal Vom Winde verweht, auch Vom Winde verweht mit dieser Plantagen-Idylle. Ne? Und beide kann man auch als Nationalebene ansehen, Birth of the Nation und Vom Winde verweht. Und das sind eigentlich die Referenzpunkte, die natürlich für jeden Amerikaner klar sind. Für uns ist natürlich jetzt hier, nicht diese beiden, sind die Nibelungen interessant, nicht? Und ich habe Ihnen das ja gerade gezeigt, was Sie hier auf den Szenenbildentwürfen sehen. Und Brunhild, die dann hier von der Burg schaut, die kommt dann gleich danach nochmal vor. Interessant ist das zu vergleichen. Die Siegfried-Geschichte, die ja hier von Fritz Lang nach dem Nibelungenlied gestaltet wurde, die läuft ja ganz anders als die Siegfried-Geschichte von Django. Nicht? Auch Django rettet seine Brunhilde, ja, Brumhilda wird sie da geschrieben. Brumhilda ist übrigens eine Comicfigur, die gibt es tatsächlich. Das ist so eine kleine Hexe, eine uralte kleine Hexe, die auf so einem Besen, auf einem Broomstick durch die Gegend fliegt. Das ist also eine Comicfigur, die habe ich jetzt leider hier nicht mehr einbauen können in die Präsentation, hätte ich Ihnen gerne noch gezeigt. Bleiben wir bei der Brunhilde, bei der Deutschen. Brunhilde, die wird ja von Siegfried nicht gerettet, sondern die wird mit kriegerischen Mitteln zu seiner Ehefrau gemacht, dann aber nicht zu seiner Ehefrau, sondern zu der von Gunther. Also im Prinzip Siegfried lässt sich hier nur vorschicken und instrumentalisieren, um mit einer Tarnkappe diese unbesiegbare Brunhilde zu besiegen für Gunther, der sie dann zur Frau nimmt. Und das endet natürlich als Ehedrama. Natürlich ist der Gunther dieser Ehefrau nicht gewachsen und Siegfried muss dann nochmal eingreifen und helfen, nicht im Ehegemach. Also das ist eine ganz andere Geschichte als die von Django. Nicht? Bei Django ist es klar, er ist der Retter von Brunhilde und die reiten dann zusammen davon. Also es ist eine ideale Brunhildengeschichte, wie sie leider in der deutschen Wirklichkeit so nicht stattgefunden hat. Nicht? Nur, dass Django halt eben der Held ist. Und er wird hier eben mit diesem arischen deutschen Helden Siegfried verglichen. Ich finde, das ist eine wunderschöne Idee von Tarantino. Gut, was uns der Hateful Eight bringt, das wissen wir noch nicht so genau, aber wir dürfen erwarten, dass es Andeutungen aus Stagecoach geben wird. Und Tarantino äußerte schon mal bei einem Interview, das wird eine Western-Variante von Reservoir Dogs werden. Also da dürfen wir auch wieder in alle Richtungen gespannt sein. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dabei wären wieder. Das ist mir jetzt hier verrutscht, das ist mir gerade noch so reingerutscht. So eine kleine Selbstreferenz von mit dem Coons, nicht? Captain Coons aus Pulp Fiction, ne? Dessen Urgroßvater, der kommt hier vor und der steht hier auf dieser Handbill, nicht? Auf diesem Steckbrief und wird dann auch erschossen von Django, nicht? Crazy Craig Coons, nicht? Also Sie sehen hier, das sind so diese kleinen versteckten Querverbindungen im Werk des Regisseurs. Gut, kommen wir zum Schluss. Ich möchte Sie herzlich einladen in die Schauburg. Da geht es weiter mit Sin City. In einer kleinen Passage davon hat Tarantino Regie geführt. Das ist jetzt am Sonntag zu sehen.
natürlich auch sonst ein sehenswerter Film, eine der großen Comic-Ikonen, Frank Miller hat den ja, von dem stammt ja die Vorlage, und Rodriguez hat es kongenial umgesetzt, also eine der Comic-Verfilmungen, die von der heute schon sagen kann, dass sie Geschichte gemacht hat. Und es geht dann noch weiter mit unserer Filmreihe. Sie sehen also die ganzen Highlights von Tarantino, die kommen alle noch sonntags 15 Uhr in der Schauburg. Diese Veranstaltung, leider, glaube ich, ist schon ausverkauft, aber Sie können das in der Originalfassung noch sehen. Die Schauburg ist eines von nur 4 Kinos in ganz Deutschland, die die längere Fassung in Glorious 70mm Ultra Panavision Format zeigen können. Die anderen sind technologisch gar nicht mehr in der Lage dazu. Deswegen strömen im Augenblick dann so viele Leute dann nach Karlsruhe, um in der Schauburg diesen Film zu sehen. Aber der läuft da die ganze Woche noch. Gehen Sie mal da vorbei, wenn Sie ihn sehen mögen, und besorgen Sie sich da schnell eine Karte. Im Programm steht übrigens dann auch noch einiges Lehrreiches von Clemens Scherer verfasst zu dem Format dieses Films. Und den sollte man natürlich unbedingt gesehen haben. Und es gibt noch ein Filmseminar, das ich in der Schauburg durchführe, mit 6 Terminen, veranstaltet von der AWWK, wo wir noch mal einige dieser Filme uns dann noch näher unter die Lupe nehmen wollen. Und für alle, die diese Filmreihen mögen und meine Veranstaltungen am Zack, unser nächstes Thema im nächsten Semester wird sein Contract Killers als Ich-AG. Das ist jetzt erstmal der Arbeitstitel, an dem arbeiten wir noch, und da werden Filme mit Auftragskillern gezeigt werden. Wir fangen an am 1. Mai zum Tag der Arbeit. So, und damit bin ich am Ende. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, unser kleiner, leider etwas ruckeliger Spaziergang durch die Filmgeschichte anhand von Tarantino, und ich würde mich freuen, Sie bei einer der Veranstaltungen vom ZAK, vom AFK und von den anderen Partnern oder der Schauburg mal wiederzusehen oder in meinen Seminaren natürlich. Ciao.